Hallo meine Freunde und auch heute liebe Landratten und Rettchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tropico 5. Hier mit dem guten Banausen. Hallo, mit dem Anno. Moin Moin. Ich muss sagen, das Geld schwindet ganz schön, wenn du unabhängig bist, ey. Ja, irgendwie. Vorhin habe ich auch mehr Geld gemacht, habe ich das Gefühl. So. Ich kann ja eigentlich mal ein Handelsding wieder hier anmachen, ne? Hier zum Beispiel Bananas. Banana. Kann ich nicht. Aber. Unter 10.000 Stücke, ja. Da kannst du aber noch viele Bananas machen, ne? Ja, brauch keine Manipulation. Das gewinne ich auch so. Spielen wir heute eigentlich einfacher als beim letzten Mal, oder? Nö, eigentlich nicht. Okay. Vielleicht haben wir ja tatsächlich irgendwie das Können entdeckt. Beim letzten Mal bin ich nämlich bei der ersten Wahl schon die Regel rauskrepiert. Ja. Und Wahl gewonnen, 61%. Sehr gut. Wunderbar. Schon gar nicht gemerkt, wie viel läuft. Ich war, aber ist ja auch egal. So. Hast du überhaupt schon eine Wahl gehabt? Ja, eine. Okay. Da war jetzt gerade meine erste. Boah, jetzt singt der schon wieder. Was ist mit dir? Was war das denn gerade? Was denn? Hä? Was ist dieses Cheering, was von dir kam? So ein Yay oder irgendwie sowas? Da war die Wahl. Oder? Dann hast du die gewonnen. Oder grad, das kam von meiner. Ich hab keine gehabt. Dann war das von meiner. Okay. So, wo ist jetzt der zweite Verbrecher-Boss? Oh, warte mal. Was soll ich mit dem eigentlich machen? Den musst du verbannen oder töten. Guten Abend. Wenn ich ihn finde. Keine Ahnung, wo der ist. Einen habe ich. Ja, einen habe ich auch schon, aber die anderen, keine Ahnung. Schon irgendwo gerade im Gebäude drin oder so. Oh, ich kann wieder ein paar Häuser bauen. Jawohl. Häuser bauen. Kasernen. Los, Mietkasernen. Präsident, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir. Wir müssen die Obdachlosen von der Straße kriegen. Da ist einer. Aha. Ich wollte gerade sagen, hol einfach einen Bagger und schieb, oder? Das klingt unfair. Verbannen, so. Glaube ich, nur, oder? Arbeitslos. Obdachlos 110? So, verbannt. 77 habe ich noch. Aber ich brauche gerade wieder 4 Mietskasernen. Erstmal. Da ist noch einer. Und Nummer 3. Gesundheitsversorgung 30 nur, okay. Ist so weit unten, warum? Oh. Auch nur noch Highschool. Gleich. Ich hab zu wenig Abschlüsse. Guten Tag! Eine zweite Highschool oder eine zweite erste Schule? Zweite Highschool brauche ich auf jeden Fall.
weil die ist komplett voll die ganze Zeit und ich hab, krieg zu wenig Absolventen. Oh, wir mal eine neben der Rinderstalt. Passt kommt ja. Sicherlich gut. So, gehen die Obdachlosen jetzt mal wieder unten? Nö. Natürlich nicht. So, auch mal. Ja. Jetzt schon, oh Gott. Das Zug ist woanders hin, ey. Okay. Jetzt krieg ich 10.000 Schleifen, weil ich eine Rumdistillerie schon hab. Nehmen wir nicht. Gut. So, was haben wir sonst noch hier? Was kann ich noch alles bauen? Parks? Nein, danke. Häuser. Kann ich denn mal hier? Könnte ich Häuser vielleicht hinbauen? Oh, nee, das ist nur ein Verbrecherboss. Verbannt ihn! Tschüss. Wieder Unruhen. Laufen die Verbrecherboss eigentlich nur in der Stadt rum oder auch überall anders? Die laufen überall rum. Also ich habe einen bei mir beim Opernhaus gesehen. Ich grüße Sie. Zum Beispiel. Ping gemacht. Wow, ja. Langsam wird's hier richtig eng. So viele neue Gesichter auf. Bauen Sie ein Trockendock. Ja, warum denn nicht? Vor allem, wo ist denn der Trockendock? keine Ahnung. Ach da. Kann ich noch gar nicht. Achso, muss ich Kompass erforschen, okay. Ja, später. Später! So, ein Verbrecherboss wollen noch. Rumexport. Rum.
Genau, wie viel Einwanderer kamen denn jetzt? Ernsthaft? Da kommst du gar nicht mit der AI, mit Häuser bauen. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Mein Gott. Was denn? Ja, mit den Leuten hier, ey. Ist ja der Wahnsinn. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Ich hätte hämisches Lachen üben sollen. Kennen Sie Mais? Ich habe noch nicht mal Mais, glaube ich. Nee, hab ich auch nicht. Wäre aber eigentlich auch eine Idee, dann hast du eine Nahrung mehr. Kriegst du mehr Zufriedenheit. Echt? So geht das? Okay. Ja. Ja, wenn so mehr Nahrungsvielfalt du hast. Okay. Good to know. So, ich baue noch eine zweite Polizei. Wenn ich sie dann mal wieder finde. Okay. Martin. Ja, ich habe gerade geguckt, dass ich irgendwann mal drum produziere, weil ich keine Absolventen hatte von der Highschool. Also. Es geht jetzt los. Jetzt immer noch nicht, das kann doch nicht sein hier, ey. Boah, schon wieder 27 Bürger, willst du mich verarschen? Der Wahnsinn. So, das sehen wir dann auch mal. Das ist anstrengend auf Dauer hier irgendwie. 111 ja. Obdachlose noch? Also irgendwas. Das kann doch Bonnie nicht mehr sein. Die ganz großen. Du baust aber auch nur in der Stadt die Häuser oder baust du sie auch noch woanders? Nö, nur innerhalb. Also in der Innenstadt im Prinzip. Ich brauche hier nur noch eine Mietskaserne die ganze Zeit schon. Ja, aber du hast, wenn ich das richtig sehe, hast du weniger wie ich erstmal. Ein Atomkraftwerk, ein Kraftwerk hat er schon, klar. Zwei sogar und die langen immer noch nicht. Strom brauchst du noch gar nicht, glaube ich, oder? Doch, für die ganzen Gebäude. Echt? Ja, die kannst du dann upgraden. Kann man das? Ja. Oh, jo.
Man konnte, glaube ich, alle auswählen, ne? Irgendwie, ne? Boah, ja, irgendwie. Bei allen wird. Irgendwie, ja. 12.000 kostet Kraftwerk, hallo? bin ich Krösus oder was? Hat die nicht mal irgendwo eigentlich so ein Kabarett gebaut? Hab ich schon. Aber ich glaube, ich habe ja noch keine Touristen, das kommt, glaube ich, erst noch. Erforschen kann ich auch wieder. Okay. Die Bank kommt bald, ja. Bango, die Schmuckfabrik, da kann ich Gold abbauen. Da lohnt sich das wenigstens. Was ist denn hier für ein Stau? Hallo? Ja, bei mir ist auch am Ortseingang so ein Gebiet, wo es irgendwie nur noch staut. Ja, komm, hör auf zu singen. Er fängt das schon wieder an. Wieder Cat, wo ist der letzte? Catman. Catman. So, wo ist der letzte Verbrecherboss? Wo versteckst du dich? Hund, wo bist du? Irgendwo im Gebäude, ne? Wahrscheinlich. Da hat er noch Glück. Warum holt denn keiner in Rom ab? Ah, doch jetzt. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da los mit euch? Ne, hat er gar nicht. Oh, ich kann den Kraftwerk bauen. Wo bauen wir das denn hin? Hier. Das gibt ja auch nochmal Wohnqualität, wenn du Strom hast. Ja. Boah, mit den Obdachlosen geht einem sowas schon um den Sack, ey. Ja. Von hier mittlerweile so ein ganzes Wohnviertel, was einfach nur noch so schäbig einfach aussieht die ganze Zeit wegen diesen. Naja. Ja, du musst auch einige von diesen Häusern haben, weil die Highschool abzuwenden brauchen Häuser. Okay. Also auch. Also ich baue beides momentan. Ich baue immer so eine Riege Kasernen, also Mietskasernen und so eine Riege Häuser. Normale Häuser. Die normale Häuser habe ich auch reichlich eigentlich. Also nicht die Landhäuser, ne? Die anderen. Du meinst die Villen? Nee, Haus heißen die. Geht ein Koto an, meine halbe Innenstadt sieht damit zugeschlossen aus. Dann hast du zu viele Einwohner. Also wie viele Einwohner sind du? 468. Ich bin nur also 576. Du kannst aber auch, du kannst auch die Verfassung ändern, ne? Das weißt du, ne? Du kannst jetzt zum Beispiel Einwanderungsland wegmachen und kannst jetzt zum Beispiel Visumsdingen haben. Dann kommen nur Ausgebildete. Da kommen weniger auf jeden Fall. Das geht nicht auf die Zufriedenheit? Nee, also Einwanderung ist ja was anderes. Okay. Also ich glaube nicht, dass es auf Zufriedenheit geht. Gut, ich hab's jetzt mal geändert.
Da bin ich jetzt schon bei 601. Ja, wenn da zu viel wird, ändere ich das dann auch. Das ist klar. Weil sonst hast du einfach, wenn du überlegst, du hast, ich habe, ja gut, nur 12 Arbeitslose momentan, aber auch 76 Obdachlose. Und dann die 29 verfügbaren Jobs, die ich habe, sind meistens Highschool-Absolventen. Also eine höher. No. Kenn ich. Ich habe dann wieder als Visumsdingen geändert. Du brauchst auch mit der Zeit, du brauchst auch mehr Ausgebildete jetzt eigentlich. Weil die ganzen Produktionsdinger, die sind alles mindestens Highschool. Falsch gebaut. Das. So. Könnte ich eigentlich noch einen Parkplatz zwischen bauen, ne? Genau. So. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ausländische Schiffe sind in der Nähe unserer Küste auch getan. Was? Was? Was denn? Lass uns mal was gucken hier. Zack, das können wir hier nochmal hin. Präsidente, stoppen Sie die Forschungen auf der Stelle, sonst entdecken Sie noch den Sozialismus. Was soll ich denn machen dagegen? Was denn? Highschool. Irgendwelche ausländischen Schiffe kreuzen an den Grenzen. Und wenn wir nicht bald was unternehmen, dann greifen die an oder so, hat er gerade gesagt. Weißt du, was das ist? Hatte ich jedenfalls noch nie, tatsächlich. Aber dann werden wir nächste Folge wahrscheinlich mal gucken. Okay. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, guckt mal im anderen rum. Links, wie immer, in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Diktator, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Ha!